Hallo und herzlich willkommen, Freunde der gepflegten Videospielkultur. Heute melde ich mich mal wieder zurück aus dem Quasi-Off. Ich bin ja nur noch so mehr oder weniger, so semi bei PS3 Talk und PS4 Magazin unterwegs. Aber ich habe die Ellie Edition von The Last of Us da und unboxe die für euch, damit ihr bis zum Test ein bisschen was zu tun habt, nämlich mit Videos schauen. Could you be The Last of Us? Wenn die Welt, wie du sie kanntest, verschwunden ist, die Grenze zwischen richtig und falsch verschwimmt und du jeden Tag dem Tod ins Auge sehen musst, was würdest du tun, um zu überleben? Für Joel geht es jeden Tag nur darum, das eigene Überleben zu sichern, bis Ellie in sein Leben tritt. Ihre Reise durch die Ruinen der USA bringt sie an die Grenzen ihrer Menschlichkeit und fordert ihren Überlebenswillen immer wieder aufs Neue heraus. Hier gibt es ein paar Screenshots. Die digitalen Inhalte, es umfasst hier ein Ellie-Kostüm für Sackgirl in Little Big Planet, Sights und Soundpaket, also ein dynamisches Design für die PS3, ein Spielsoundtrack und zwei PSN-Avatare und außerdem das Survival-Paket, anpassbare Multiplayer-Gegenstände, Spielwährungen, Bonus-EP, Nahkampf-Booster und zusätzliche Joel- und Ellie-Designs. Und außerdem gibt es noch hier die Special Edition, enthält einmal die The Last of Us Blu-ray-Disc, The Last of Us Mini-Comic, ein Ellie-Design für den DualShock 3 Wireless-Controller, ein Siebdruck-Poster und The Last of Us Mini-Kunstband. Okay, dann mache ich das Ding einfach mal auf und wir schauen mal, was da drin ist. Na, so, das lasse ich hier liegen. So schaut das Ding aus. Es ist auch so ganz, ganz, also es ist kein Plastik oder sowas, sondern es ist hier Stoff mit Klettverschlüssen dran. Eben so ein richtiges Survival-Paket hier. So, okay, wo fangen wir denn am besten an? Erstmal hier oben vielleicht. Das ist das Poster. Der Siebdruck finde ich sehr, sehr schick. So Siebdruckverfahren. Hat so ein bisschen was von Andy Warhol. Das ist es. Ellie. Das Ganze gibt es natürlich auch nochmal in der Joel Edition, ist ja klar. Das kam wieder an die Seite, habt ihr gesehen, ne? Ich pack's einfach wieder hier rein. Dann haben wir hier einen Naughty Dog Aufkleber, natürlich die Uncharted-Macher, ne? Nicht zu verachten. Das ist, ja, ein Comic, ne? Dark Horse Comics, Naughty Dog. Issue Number 1 of 4, also gibt es vielleicht noch mehr. Ich zeige das einmal kurz hier, müssen wir jetzt nicht komplett durchblättern, aber nur mal, damit ihr einen Eindruck davon bekommt, wie der Zeichenstil so ausschaut. Das finde ich jetzt ein bisschen untypisch fast sogar, aber na wobei, doch, es ist eigentlich, es hat so ein bisschen was vom Stil, hat es so ein bisschen was Kindliches, aber, wo, ach nee, das liegt nur an der Zeichnung von Ellies Gesicht. Ja, wobei, es sieht schon ein bisschen aus wie ein Jugendcomic, sag ich mal, aber auch auf Deutsch sehe ich gerade. Ja doch, es handelt sich hierbei eindeutig um einen Comic. Den schaue ich mir später in Ruhe an, müsst ihr dann selber durchlesen, ne? Ist ja klar. Hier gibt es den Aufkleber für den DualShock. Ob man sich jetzt sowas unbedingt auf sein Pad kleben muss, weiß ich nicht. Ich bin immer nicht so ein Freund von solchem Böppelkram. Und außerdem The Art of the Last of Us. Ein Artbook. Mit Konzeptzeichnungen. Und die Entwicklung, ja. Ganz typisches Artbook. Hier gibt es Ellie, so wie sie. Ach, sie war ja mal. Ellie war ja eigentlich mal älter konzipiert, ne? Und ist dann immer jünger geworden. Hier sieht man mal ganz interessant die Entwicklung von ihr. Oder die unterschiedlichen Konzeptzeichnungen. Mich erinnert sie immer noch so ein bisschen an Jodie Holmes, also Ellen Page aus Beyond, was ja demnächst auch erscheint. Was heißt demnächst? Ich glaube im Oktober. Und dann natürlich ganz klar das Spiel. Netten Design. Ich mache auch mal die Packung auf. Ich habe natürlich keine Schere zur Hand. Geht aber auch so.
So, das ist die Innenseite hier als Inlay natürlich. Ein Gutscheincode, vielleicht soll ich den nicht abfilmen. Ach ne, bis dahin habe ich ihn eh schon eingelöst. Die Anleitung, simples Heftchen, so wie immer. Und ich glaube, Network Pass gibt es, glaube ich, auch, ne? Genau, da ist der Network Pass mit drin, um den Koop-Multiplayer zu spielen. Und die Disk, ja. Und das ist es eigentlich auch schon. Alles sehr, sehr hübsch bedruckt im schönen einheitlichen Design. Mir gefällt es sehr gut. Ich werde es mir auf jeden Fall ins Regal stellen. Und bedanke mich fürs Zuschauen. Kommentiert gerne und feedbackt das Video. Und dann hoffe ich, ihr bekommt bald den Test zu The Last of Us zu lesen. Vielleicht ja auch mit einem kleinen Kommentar und einem kleinen Meinungskasten von mir. Vielen Dank und bis nächstes Mal. Ciao!